Hi, ich bin die Marcella und ich habe normalerweise ganz gerades Haar, wie man das auf diesem Foto sieht. Vor 3 Wochen habe ich mir Dauerwelle machen lassen und zur Pflege der Locken habe ich nach Produkten gesucht und dabei mich bei Instagram sehr stark inspirieren lassen von Curls by Coconut. Und bei den ganzen Selbstversuchen der Beauties bei YouTube ist mir aufgefallen, dass es das alles nur für Naturlocken ist. Und da ich Dauerwelle habe, habe ich gedacht, ich teste das Ganze mal für dauergewelltes Haar. Also so habe ich vorher ausgesehen und mit der Dauerwelle vor 3 Wochen so richtig viel Volumen und schön gelungen, wie ich finde. Kompliment an meine Friseurin. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit den Pflegeprodukten noch besser aussieht. Okay, ich habe jetzt meine Haare gewaschen. Einmal mit Shampoo und zweimal mit Conditioner, beziehungsweise einmal mit Conditioner und einmal mit einer Maske. Aber trotzdem, wenn ich so mit den Fingern durch die Haare gefahren bin, hatte ich trotzdem noch das Gefühl, ich komme nicht richtig durch. Also das ist so scheinbar mit der Dauerwelle ein normales Gefühl. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Gewaschen habe ich die Haare mit einem Shampoo von John Frieda. Und das ist extra für Traumlocken sogar. Und dann habe ich von Pantene Pro V Lockenpur Pflegespülung genommen. Und beim zweiten Durchgang, weil meine Friseurin gesagt hat, Conditioner würde sich nur oben drauf legen, nur eine Maske würde richtig in die Haare eindringen, habe ich dann eine Maske genommen von Schwarzkopf Mad About Curls. Das habe ich dann 4 Minuten drin gelassen und dann gründlich ausgewaschen. So, das ist jetzt also mein Zustand in nassen Haaren. Ich habe auch nur die Haare mit einem T-Shirt ausgedrängt. Das habe ich auch bei YouTube bei den ganzen tollen Damen gesehen, die ihre Haare gestylt haben und gezeigt haben, was man machen darf und nicht. Und jetzt sind sie. Ja, man sieht nicht wirklich schön, ja. Also teilweise sind die Locken da und teilweise sind gerade Strähnen. Und das würde ich sagen, ist so der Dauerwelleneffekt bei mir. Ist meine erste Dauerwelle seit bestimmt 20 Jahren wieder gewesen. Und ich kann mich erinnern, früher in den 80ern hatte ich die Dauerwelle auch. Und dann war das genauso schlecht. Also unregelmäßig. Ich glaube, das liegt dann einfach an meinem bescheuerten Haar. Ich habe nämlich sonst total gerades Haar. Meine Friseurin sagt immer Schnittlauchlocken. Und jetzt habe ich eben die 3 Wochen alte Dauerwelle und habe mich begeistern lassen von diesen Instagram-Werbungen für Coconut-Produkte und die tue ich jetzt rein. Die Produkte sind übrigens von mir montags bestellt worden und am Mittwoch waren die da. Versand kostenfrei und per Express aus Barcelona geschickt. Innerhalb von 1,5 Tagen waren die Sachen da. Das war schon mal super. Und es gab aber nur eine Verpackung mit einem Prospekt, dass es alles irgendwie ohne irgendwelche Schadstoffe ist. Aber es gab keine Anleitung. Also man verlässt sich wohl darauf, dass man sich im Internet durchklickt und dann die richtige Methode verwendet. Und ich gebe gleich zu, ich bin überhaupt kein Profi in solchen Sachen, bin sehr unerfahren und auch relativ faul in solchen Sachen. Ich habe schon in den ganzen Videos gesehen, dass die immer mit einem Diffuser ganz lange föhnen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich eigentlich die Zeit dafür nicht habe. Aber ich will es mal richtig machen. Also ich mache jetzt mal den Curl Booster rein und dann schauen wir mal weiter. Gucken, ob das reicht. Ich habe viele Haare, das sieht nicht so aus, aber ich habe wirklich viele Haare. Man soll es ja in die Mitte und in die Spitzen tun. Und ich würde sagen, das riecht. Ich habe mich total auf Kokosnuss gefreut. Das riecht irgendwie nach Kräutern. Man soll viel davon nehmen. Bin mal gespannt, also dafür, dass die Flasche. Das ist, insgesamt hat das irgendwie 53 Euro gekostet, diese Dreierpack für diese Curly Girl Methode. Und wenn man tatsächlich so viel davon nimmt, dann bin ich mal gespannt, wie lange das Fläschchen so hält. Aber ich knete das mal rein und knete und knete.
So, okay. Jetzt müsste also genug drin sein. Und ja. Jetzt soll man das Curl Spray reinmachen, obwohl meine Haare noch echt nass sind. Ich mache mal noch ein bisschen mit dem T-Shirt trocken. T-Shirt, habe ich gelernt. Keine Ahnung, aber scheinbar. Damit das nicht so verfusselt ist, das Haar, das habe ich verstanden. Und dann soll man von dem Curl Spray reinsprühen. Ich habe das gesehen, wie die Mädels das direkt reinsprühen. Auf den ganzen offiziellen Anleitungen steht, dass man es in die Hand sprühen soll. Wahrscheinlich, damit man nicht alles daneben sprüht. Ich mache es mal, wie offiziell gesagt. Sprühe jetzt mal in die Hände. Ja, es läuft rechts und links zwischen den Fingern. Wahrscheinlich wäre es doch besser, es direkt in die Haare zu sprühen. Ich mache es jetzt mal nochmal kopfüber. So, und jetzt lasse ich das in dieser Kopfhaube, diese Wet Plopping, Popping oder wie auch immer das heißt, Methode antrocknen. Und schmeiß mich in der Zwischenzeit in ein Make-up-Duschhaube. Und da versuche ich jetzt meine Haare rein zu kriegen. Und dann soll es ja 15 Minuten so halten. So. Was man nicht alles macht, ne? Schon wieder keine Zeit für sowas eigentlich. Aber wo soll man denn auch hingehen, ne? Corona. Wenn eh nichts zu tun, da kann man sich mal auch um die Haare kümmern. So. Alles klar, ist drauf und ich melde mich in 15 Minuten. So, passend zu dem 80er-Feeling meiner Dauerwelle habe ich auch blaue Wimperntusch gemacht. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern was da die beiden Produkte da an meinen Haaren machen. Ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde drin die Haube drauf gehabt und mache die jetzt ab. Gucken wir mal, wie meine Locken aussehen. Und ja, fühlt sich immer noch genauso an wie davor, dass man das nicht so richtig kämmen kann. Aber das, darauf verzichte ich jetzt mal, ne? Auf dieses Kämmen, dass das mal gut aussieht. So, okay, also Locken sind da. Ich föhne jetzt mal. Man soll ja jetzt mit dem Diffusor kalt föhnen. Das wird jetzt 300 Jahre dauern. Ich melde mich dann mal in 2 Jahren wieder. Also, jetzt geht's los, 300 Jahre später. Man soll es ja nicht direkt dran machen, habe ich gehört. Und oben anfangen. Das wird ewig dauern. Ich melde mich später. Meine Haare sind fast trocken, 100 Jahre lang geföhnt und es sind immer noch, noch ziemlich feucht hinten, merke ich gerade. Aber Volumen ist schon mal da, ne? Sieht schon mal gut aus. Und jetzt kommt noch das dritte Pflegeprodukt. Das tue ich noch rein. Das dritte Produkt, davon soll man sehr wenig nehmen. Da ich irgendwie so viele Haare habe, nehme ich mal so viel jetzt erstmal. Und man soll es in die Spitzen und in die Mitte, mittlere Haarlänge reinkneten.
Das riecht auch nicht nach Kokos. Ich bin total enttäuscht, dass es nicht nach Kokos riecht. Aber im Grunde genommen ist es ja egal, wie es riecht. Hauptsache es wirkt, ne? Und ich würde sagen, mein Haar fühlt sich weich an und überhaupt nicht so vollgeklustert, wie wenn ganz viel Schaumfestiger drin ist. Es fühlt sich angenehm an und es ist Volumen da, Locken sind da. Ich würde sagen, sieht gut aus. Also, Coconut, drei Produkte sind offensichtlich keine leeren Versprechungen in der Werbung, sondern sieht gut aus. So, jetzt habe ich andere Videos gesehen, wo die Beauties nach ein paar Wochen gesagt haben, sie haben aufgehört, das zu verwenden, weil irgendwelche Salze drin seien. Und das würde die Haare austrocknen. Soweit bin ich nicht. Ich habe damit noch überhaupt keine Erfahrung. Vielleicht sieht auch jemand das Video und sagt mir, wie ich es richtig machen soll. Auf jeden Fall wollte ich dazu beitragen, dass man auch einen Test hat mit dauergewellten Haar und nicht nur mit den ganzen Beauties und ihren Naturlocken. Und ich bin happy. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. So, Fazit. Auf dem Foto sieht man mich direkt nach der Dauerwelle, wo man anschließend einfach nur mit einem Schaumfestiger die Haare bearbeitet hat und hier irgendwie gestylt hat. Und vom Volumen her sieht das identisch aus. Mit den Coconut-Pflegeprodukten haben sich meine Haare sehr viel weicher angefühlt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis 54 Euro für die drei Produkte versus günstiger Schaumfestiger. Gut, ist vielleicht kein fairer Vergleich, aber an der Stelle, denke ich mal, gab es kein besonderes Zauberwerk von diesen drei Produkten. Für andere Meinungen bin ich äußerst dankbar und freue mich, wenn ihr mir hier ein Feedback hinterlasst. Alles Gute euch. Tschüss.